So, wir müssen gleich mal überlegen, wie das weitergeht. Ich wünsche eine frohe Weihnacht und schauen wir mal, was wir machen hier. So, es hat ja alles gebrannt. So, es hat ja alles gebrannt und wir haben jetzt die Leute hier. Und ich bin am Überlegen, ob wir ein Weihnachtswunder stattfinden lassen, indem wir die einfach verschwinden, die Bussen. Wenn wir das hinkriegen. Schauen wir mal. Bop, 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 bop. Okay. Optionen. Entwicklermodus. Das ist quasi der Schummelmodus. Aha. So, okay. Das ist okay. Open the view settings, toggle God mode. When God mode is on, you can build stuff instantly for free and sell things that aren't yours. Okay, was ist denn hiermit? Können wir das verkaufen? Ha, können wir. Weihnachten. Okay. So. Also. Dann schauen wir mal, was sie uns hier schenken zu Weihnachten. Meine Frau Schwester meinte, können wir einfach hier Turtles uns herwünschen, die uns der Weihnachtsmann bringt. So. Weihnachtsturrets. La di da di da. Da di da 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 da. Und noch ein paar mehr. Und hier noch ein. Und da noch ein. Da la 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 la. Okay. So, dann brauchen wir hier Sprengfallen, was wir alles machen können. Autokanonenturm. Okay. Bauen wir hier auch noch ein paar von hin. Blub. Blub. Dann brauchen wir natürlich Strom. So. Jetzt alle verbunden, nicht ganz. Okay. So, hier können wir noch so eins hinbauen. Gucken, ob das reicht an Strom. Ja, ein Weihnachtswunder. Okay. Wenn das nicht reicht, bauen wir hier noch ein bisschen. Blop, 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 blop. Okay.
Okay. Sollen wir mal versuchen, was jetzt passiert? Übrigens, vielen Dank für diese Tasse nochmal. Wir versuchen mal, was passiert hier jetzt. So. Bin ich immer sehr gespannt. Warum stirbt Küken 5? Von einer Explosion getroffen. Achso, okay. Es ist natürlich schon Geschummel, aber es ist ja Weihnachten. Ah, sie flüchten. Ha! Coolio. Okay. Dann nehmen wir das mal alles wieder auseinander hier. Und dann haben wir jede Menge Geschenke, die wir quasi einsammeln können für Weihnachten. Ist das nicht toll? So. Sollen wir die auseinandernehmen oder sollen wir die stehen lassen hier? Ich meine, Strom ist Strom, ne? Aber... Das ist ja eigentlich schon ein bisschen Schummeln. Das ist ganz super doll viel Schummeln, aber naja. Ach ja, wie schön. Brandon. Machen wir mal hier. Die ganzen Gegenstände zum Einsammeln. So. Oh, hier lebt noch einer. Nehmen wir den mal gefangen, mal gucken. Und dann müssen wir mal die ganze Scheiße einsammeln hier. So, kopieren wir das mal. Da, okay. Da, unser Up-Q war dabei, ne? Da kein Wunder. So, da kommen sie alle. Sehr gut. Ein Weihnachtswunder. Ist er unterwegs gestorben? Naja, der Gefangene. Ja. Erst werden die ganzen Leute beerdigt, das ist gut. Dann könnt ihr mal den Kram...
den Kram wegschleppen hier. Super. Es darf aber keine Gewohnheit werden, hier so zu schummeln, weil war jetzt schon ein sehr unwahrscheinlicher Ausgang der Ereignisse hier. Wir lassen den Strom hier einfach mal stehen. Wir brauchen ihn ja nicht mit unserem System zu verbinden. Haben wir eh nicht nötig, wir haben ja genug Strom. Aber nur für den Fall, dass nochmal irgendwas passiert. Nein! 16 von deinen Tieren sind an Seuche erkrankt. Stell sicher, dass alle Betroffenen medizinisch versorgt werden und so viel Ruhe wie möglich haben. Folgende Tiere. Na toll. Das heißt, wir müssen ein paar Tierpfleger jetzt noch wieder einstellen hier. Haben wir überhaupt genug Lager für den ganzen Kram hier? Machen wir hier oben normales Lager. Erstmal. Ja. Die ganzen Weihnachtsgeschenke. Ja, und dann wollen wir mal aus dem Schummelmodus wieder rausgehen. Ah, Carsten fängt an, den ganzen Kram wegzuschleppen. Ah, nee, erst die Leichen. Okay. Mal die ganzen Bauteile, weil die sind wertvoll. Und wir haben gerade keine. Eine Kobra macht Jagd auf Henne 61. Tothenne 61. Giftigen Biss. Was machen die denn alle hier draußen? Da sollen die gar nicht hin, die Tiere. Sollen nach drinnen sollen die. Ach so, die sind wahrscheinlich draußen geboren worden.
Okay. Ach, das ist biokodiert, toll. Blöden biokodierten Waffen. Oh ja, das brauchen wir dann auch nicht mehr bauen hier. Jetzt hier brauchen wir mal eine Tür. Das ist die gefürchtete Alpaka-Grippe, die jetzt hier zuschlägt. Hoffentlich springt die nicht auf den Menschen über. Oh ja, was habe ich noch gesehen? Tenet habe ich jetzt gesehen. Und ich habe ihn zweimal gesehen sogar jetzt. Einmal allein und einmal mit Markus. Einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch. Und vermutlich könnte man ihn nochmal gucken, um genau zu verstehen, was da jetzt eigentlich passiert in diesem Film. Aber guckt sich im Grunde genommen wie ein James Bond-Film mit Inception-Musik. Wenn euch das was sagt. Ich komme mir nicht vor, als hätte dieser Film meine Zeit verschwendet. Ja. Aber man darf nicht allzu sehr über den Film nachdenken, dann funktioniert das alles nicht mehr, aber das ist ja oft so, gerade auch bei Actionfilmen. So. Dann nochmal abschließend zu der Diskussion, ob Stirb langsam jetzt ein Weihnachtsfilm ist oder nicht. Stirb langsam spielt an Weihnachten. Weihnachten hat nicht sehr viel damit zu tun, was in diesem Film passiert. Also ich meine, in Das Leben ist schön. Da bimmelt am Ende eine Glocke und ein Engel bekommt seine Flügel. Endlich. Während bei Stirb langsam am Ende Carl Winslow überwindet, dass er ein 13-jähriges unbewaffnetes Kind erschossen hat. Und ja, also das ist irgendwie so der unterliegende B-Plot von Stirb langsam. Das ist kein sehr weihnachtliches Thema. Guckt sich heutzutage ein bisschen merkwürdig mit den ganzen unbewaffneten Leuten, die von der Polizei in den USA hauptsächlich erschossen werden. Ich meine, es ist ein Produkt seiner Zeit. Aber wie gesagt, wenn man es Weihnachten guckt, weil man zum Beispiel wie wir zu Weihnachten seinen ersten Videorekorder bekommen hat und dann Sachen, die dann gerade in der Videothek neu waren, ausgeliehen hat und dann geguckt haben, dann kann das natürlich eine Weihnachtstradition werden, diesen Film zu gucken. Und wenn er dann so ein Weihnachtsthema hat, dann passt das natürlich. Allerdings war das bei uns nie der Fall. Also wir haben nicht jedes Jahr Stirb langsam geguckt, sondern Mad Mission. Also würde ich jetzt dahingehend zu sagen, dass Mad Mission ist ein Weihnachtsfilm.
Und Gremlins natürlich. Aber ich meine, Gremlins ist das ganze Weihnachtsthema. Es wird natürlich parodistisch behandelt, aber es wird behandelt. Ne? Und eigentlich ist Gremlins ein sehr konsumkritischer Film, weil der Bösewicht ist ja der Vater mit seiner Erfindung, der unbedingt die Weihnachtszeit nutzen will, um möglichst viel Geld zu machen. Und sofort bei Gizmo daran denkt, dass man in Massenproduktion gehen könnte und die Tierchen verkaufen kann, sie teilweise sogar verteilt, also der Lehrer bekommt einen und es wäre nur eine Frage von Tagen gewesen, bis Vater Pfälzer irgendwie die Gremlins in der Nachbarschaft verteilt gegen, keine Ahnung, Zehner oder so. Insofern ist da eine klare Botschaft, die mit Weihnachten zu tun hat oder mit dem Konsumgedanken, den wir mittlerweile mit Weihnachten verbinden. Insofern würde ich sagen, das ist ein deutlich klarerer Fall als bei Stirb langsam. Fitz hat eine Fressattacke. Fitz frisst sich durch die Vorräte. Sagt das dreimal schnell. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Der Auslösefaktor war verschwitzt. Ich bin so verschwitzt. Ich muss essen. Okay, warum nicht? Dieser Fitz wieder. Ja, immer noch sehr viel Holz und Plastahl rumliegen und sogar noch ein paar Bauteile. Die Bauteile müssen wir langsam mal einsammeln hier. So, die werden nämlich auch schlecht. Ravera hat einen Ambrosia, brauchbarer Schlafsaal. Der Schlafsaal ist nur brauchbar. Ich esse mal Ambrosia. Okay. Vielleicht sollten die mal wieder sauber machen da. Das wäre mal eine Idee. Ja, das sieht schon gar nicht schlecht aus hier. Gucken, was Fritz macht. Ist immer noch am Fressen. Ja. Weil er so verschwitzt ist. Das ist ein totes Nashorn. Verdirbt in 19 Stunden. Dann wollen wir mal gucken, dass wir das Nashorn in den Kühlraum bringen hier, wa? Ah ja, wir haben hier noch. Hier haben wir noch Essen liegen tatsächlich. Carsten kann mal die Überlebensrationen einsammeln. So, ja. So viel dazu. Einfache Mahlzeit, verschmutzter Kochbereich, Nahrungsmittelvergiftung. Das, so ist das nun mal. Asthma, Nahrungsmittelvergiftung. Carsten, du sollst das nicht essen, du sollst es wegtragen, danke. Okay. Sehr gut. Kriegshammerhausholz, Qualität normal. Fitz hat keine Fressattacke mehr. So, also das hier ist eindeutig defizitär, wenn Leute mit einer gewissen technischen Überlegenheit ankommen. Was hat denn Carsten nun wieder? Verschwitzt. Ist das so warm da drin?
So, wir haben aber noch mehr von den Überlebensrationen. Hitzeschlag. Jefim hat einen Hitzeschlag. 43 Grad draußen. Ja, okay, da hat man schon mal einen Hitzeschlag. Stellen wir das mal alles wieder ein hier. Bup, 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 bup. So. Und Carsten, unser Chefforscher natürlich. So. So. Ah. So, Feldarbeit. Waldarbeit. Okay. Siehst du, jetzt haben wir das fertig hier. Halbwegs. Oh, Carsten hat wieder so einen Nervenzusammenbruch, okay. Wir brauchen aber eindeutig mehr technologische Überlegenheit hier. Warte mal. Carsten ist zusammengebrochen. Außer dieser Faktor war dunkel. Wo bist du? Hier? Ist es da dunkel? Ihr habt doch hier Licht drin und alles. Was willst du denn überhaupt? Du sollst forschen. Ah, so dunkel hier. Ah. Okay. Mach das Licht an dann.
leckerer Maisburger zu Weihnachten. Aus leer. Einmal noch in die Kamera halten hier. Ein Mahnmal, die Sache nicht so ausufern zu lassen wie in den letzten paar Folgen. Okay. Ja, dann würde ich sagen, weiterhin frohe Weihnachtsfeiertage und nach diesem kleinen Weihnachtswunder hier wünsche ich euch einen schönen Abend mit Stirb langsam oder was auch immer ihr guckt heute und Holdrio, keine Ahnung, bis denn, ciao. Ach ja, drückt hier, macht dieses ganze Call-to-Action-Zeug. Drückt die Glocke und schreibt einen Kommentar und malt die Adresse von meinem YouTube-Kanal an Bushaltestellen oder ich weiß nicht. Nee, macht das nicht. Das ist wahrscheinlich hier verboten. Ja, liked und subscribed und so. Und bis denn!